Liebe Bürger Deutschlands, wir sind Anonymous. Mit großer Besorgnis haben wir gelesen, dass ab 2013 die Rundfunkgebühr der GEZ nicht mehr geräteabhängig ist, sondern pro Wohnung entrichtet werden soll, unabhängig davon, ob die Bewohner überhaupt Medien nutzen. So könnte rein theoretisch sogar eine vollkommen leerstehende Wohnung mit Rundfunkgebühren belastet werden. Also werden ab 2013 auch Personen, welche keinerlei Medien nutzen, mit diesen Gebühren belastet. Dies wäre vor allen Dingen für Geringverdiener eine zusätzliche Belastung, auch wenn diese keinen Fernseher, keinen Computer oder kein Radio besitzen. Aber nicht nur ihr Bürger werdet unter diesem Beschluss leiden. Der Beschluss wird auch für Betriebsstätten gelten. So müssen laut der Welt, in der niedrigsten Kategorie, wenn neben dem Inhaber bis zu 8 Personen beschäftigt sind, ein Drittel des Beitrags gezahlt werden. Am anderen Ende der Skala zahlen Betriebe mit mehr als 20.000 Beschäftigten 180 Rundfunkbeiträge. Umso schmerzhafter ist es, dass dieses Geld an Menschen wie Marco K. geht. Marco K. war Manager des deutschen Kinderkanals Kika. Der Kika zählt ebenfalls zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Federführend ist der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR, welcher ebenfalls aus GEZ-Rundfunkgebühren bezuschusst wird. Marco K. war Manager vom Kinderkanal und hat mit Scheinrechnungen und fingierten Aufträgen den Kanal um Millionen geprellt, um seine Spielsucht zu finanzieren. Also sind die von der GEZ erstatteten Rundfunkgebühren direkt in die deutschen Casinos investiert worden. Marco K. wurde daraufhin zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Der Prozess brachte allerdings auch an anderen Stellen Licht ins Dunkel. So wurde dem MDR eine erhebliche Mitschuld vorgeworfen, da ein internes Kontrollsystem so gut wie gar nicht existent war. Der MDR geht seit 2002 von einem Schaden von 8,2 Millionen Euro aus. Klar ist dabei, dass das meiste wohl aus GEZ-Rundfunkgebühren stammte. Nicht nur diese Fehlinvestition ist mangelhaft, sondern auch die medienpolitische Beeinflussung der öffentlich-rechtlichen Sender, welche eigentlich politisch neutral berichten sollten. So kann dem ZDF eine Nähe zu der CDU, CSU und dem ARD eine Nähe zu der SPD vorgeworfen werden. Der Verwaltungsrat zum Beispiel besteht aus 14 Mitgliedern, unter anderem 5 Vertreter der Bundesländer und ein Vertreter des Bundes. Weitere 8 Mitglieder werden vom Fernsehrat gewählt und dürfen keiner Regierung oder gesetzgebenden Körperschaft angehören. Präsident ist Kurt Beck, sein Stellvertreter Roland Koch. Weitere Vertreter der Länder sind Peter Müller, Matthias Platzeck und ein derzeit noch nicht gewählter Nachfolger für den ausgeschiedenen Edmund Stoiber. Vertreter des Bundes ist der Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann. Aufgrund der Causa Brenda, im Jahre 2009 ist die Einflussnahme der Parteien im Verwaltungsrat stark umstritten. Gravierend ist also die Tatsache, dass diese Beeinflussung der Medien mit ihrem Geld, den GEZ-Rundfunkgebühren, bezahlt werden. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.